Oh oh. Jetzt kann ich die. Ach du Scheiße. Zeit schon so mit dem Mikro oder was? Hoffentlich hört man mich auch nicht. Ja. Das Messer macht hier nichts. Ja gut, dann gehen wir halt doch würfeln. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann da ein bisschen mit dem Messerchen dran rumkratzen. Hatte ich echt gedacht. Dann muss ich jetzt wieder nach unten. Ja. Ah, vielleicht doch hier irgendwas mit Messerchen. Kann ich mit dem, kann ich hier vielleicht mit dem Messer was anfangen? Nein, will ich gar nicht. Auch kein Messerchen hier was. Ja, komm, ich mach das mit den Würfeln. Beziehungsweise ich werde mir mal das Messer genauer anschauen. Heavily rusted blade, aha. Stark verrostete Klinge. Stark verrostet, verrostet, verrostet. Ist ja die ganze Zeit irgendwie von irgendwelchem Rost hier die Rede, ne? Die Rede. Nicht die Rede, die Rede. Natürlich die Rede. Was? Jetzt geht's wieder runter. Ich bin so müde. So ein bisschen. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich im ersten. Nee, Moment, muss ja wieder. Nee, doch, ich bin im ersten. Das passt schon. Hier muss ich hin, ja. Wieder in mein Zimmerchen rein und da werfe ich jetzt einfach mal Würfel. Weil mir einfach nichts Besseres einfällt. Ich hätte jetzt noch irgendwie probieren können, was mit der Klinge jetzt da auf sich hat. Aber es kann ja auch sein, dass die erst später zum Einsatz kommt. Und
was jetzt hier zu tun ist in dem Spiel, um das eine oder das andere Ende zu erreichen, ist mir leider nicht bekannt. Und es ist auch gut, dass mir das nicht bekannt ist, weil sonst könnte ich mich ja bewusst auf eines hinbewegen. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt lass uns mal die Würfel werfen. Jetzt sind das keine Würfel mehr, jetzt sind das Zähne. Eine 6, eine 2 und eine 3. Was ist das? Zähne. Also was ist das? Zähne. Ich dachte, ich würde Würfel halten. Diese Nummern. Nein, kann nicht sein. Ich bin sicher, dass es Würfel waren, als ich sie in den Händen hielt. Oder als ich sie warf. Add a journal. Okay. What happened? After throwing the dice into the bowl, they turned into teeth. Are the numbers supposed to mean something? Also, nachdem ich die Würfel in die Schale warf, wurden sie zu Zähnen. Mit Nummern darauf. Und bedeuten diese Nummern irgendwas? Ich könnte... Entschuldigung. Ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass das was mit den Zahlen oder mit dem Code an dem Schloss zu tun hat. 6, 2, 3. What's that sound? The bowl came loose. Er hat sich bewegt. Oh, jetzt kann man sie hochheben. Item received. Ceramic bowl. Was machen wir denn mit Ceramic bowl? Moment. A bowl found in Mr. Chaos' room. Used for gambling. Ist Gambling Würfel? Glücksspiel. Ich sag's doch. Egal. So, das hier noch unten sind? Nein. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal 6, 2, 3 war's, glaube ich, gell? 6, 2, 3. Könnt ihr, also vermutlich hat das sogar was mit dem Schloss zu tun. Da ist es ja auch schon, das Schloss. Ein Rätsel jagt das nächste. Was könnte es denn jetzt noch sein? Jetzt habe ich 6, 2, 3 10. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was ich jetzt noch mit dem Messer im Moment anfangen soll. Ich muss mit Sicherheit da irgendwas abkratzen. Ist Mikro gekommen? Tut mir leid. Wo muss ich mit dem Messer entweder was schneiden, abkratzen? Aber wo und was? Das mal mit Frieden, das Ding, ne? Das hat ja der Weiß schon gemacht. Interessant. Ja, aber Gott sei Dank ist mal relativ schnell geflüchtet. Ich gehe da mal rein. Mal gucken, was hier nochmal war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach, das. Okay. Ja, dann können wir ja an der Stelle wieder. Warte mal. Nein, das will ich nicht. Das macht nichts. Speichern ist nie eine schlechte Idee, deswegen machen wir das hier. Dokumente. Soll ich die Dokumente vielleicht mit dem Messer zerschneiden? Nein, nein, nein. Okay. Also nach wie vor ist das leider ungeschickt hier.
Tür, vernagelte Türen. Das Messer macht da nichts. Die Schale macht da nichts. Freunde der Nacht, was soll ich tun? Ich muss nach wie vor unten das... dieses Tor öffnen. Daran hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Wie kann ich das wegkratzen? Ich bin der Badezimmer oder halt genau. Hier macht das Messer auch nichts. Leute von heute, ich weiß nicht. Ich probiere jetzt einfach wirklich nur so dumm rum hier, weil ich absolut nicht weiß. Das hier ist ja wenigstens offen. Kann ich da die Schale reinstellen? Nein. Will auch. Was auch. Ich meine, ich habe auch nirgends gelesen, dass ich die Schale irgendwo hinstellen muss. Ich habe sie jetzt halt. Used for gambling. Für Glücksspiel benutzt. Kratzer drin. Keinen Schimmer. Ich habe wirklich Leute von heute. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, was ich jetzt hier gerade machen soll. Vielleicht kriege ich das mit dem Messer weggeschnitten. Der Schüssel? Ey, hab ich keinen Plan. Leute von heute. Null Checkung. Ganz ehrlich. Weiß allerdings auch nicht, ob mir das was bringt. Das mit der Wand, das hat auch was auf sich. Ich muss irgendwann in diese Tür rein, ich weiß es. Ja, schlicht und ergreifend habe ich dann keinen Plan. Vielleicht übersehe ich was. Höchstwahrscheinlich übersehe ich was. Glücksspiel. Hat denn hier noch irgendwo Glücksspiel stattgefunden? Muss ich das vielleicht dann, muss ich vielleicht irgendwas an einem Altar opfern? Schwer oder stark verrostete Klinge. Was soll ich mit einer stark verrosteten Klinge machen? Was mache ich mit Schüssel? Was mache ich mit stark verrosteter Klinge? Was mache ich generell mit irgendwas? Soweit waren wir auch schon. Ich guck jetzt wirklich nochmal hier rein. Das ist einer der Räume, in denen ich bis jetzt am seltensten war. Wo ich doch vielleicht noch irgendwas finde. Vielleicht stelle ich immer die Schüssel hin. Nee, ist nicht. Da liegt doch was. Warum finde ich die jetzt erst? Was? Will ich
frustration cutting throat found in Mr. Kao's room, the prophecy is revealed. When a sacrifice is made with the blood of an innocent. Of the innocent. Okay, deswegen hängt der Junge da an der Decke. Und wurde ja auch, also zumindest mal stranguliert. Das ist wirklich verstörend, in der Tat, ja. Das Licht anmachen vielleicht. Okay, jetzt haben wir da zumindest mal eine Notiz gefunden bezüglich dieses ja, Kehle durchschneidens. Irgendwas sagt mir, dass ich wieder ins Auditorium muss vielleicht. Aber da ist eine Schüssel mit Blut drin. Freunde der Sonne. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ist knifflig, muss man erstmal drauf kommen. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Aber es fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Der Junge wurde. Dem Jungen wurde auf dem Bild die Kehle durchgeschnitten. Mein lieber Herr Gesangsverein. Oh oh. Jetzt kann ich die... Ach du Scheiße. Die Augen aufgemacht. I'm so sorry, I don't know what else to do. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. I can't take another look. Ich kann nicht mehr hinsehen. Gerade eben hat er die Augen nochmal kurz aufgeschlagen. Ich hab's gesehen. So, was mache ich jetzt mit dieser Schüssel voller Blut? Nein. A bowl of blood drained out of waste oder weiß remains. Also in dem Fall aus einem toten Körper entwichenes Blut, das in dieser Schale jetzt transportiert wird. Die habe ich jetzt irgendwo im Rock. Ne? So, jetzt bin ich ja schon mal einen Schritt weiter, aber was mache ich jetzt mit dieser Schüssel voller Blut? Trinken. Irgendwo reinschütten? In Chaos Büro bringen? Oder in Chaos Zimmer? Und dort in den Eimer kippen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da drin irgendwie gleich verwerten. In diese Tonne kippen. Nein! Ich muss etwas anderes damit tun. Ja, I can't take another look. Ich kann nicht mehr hinsehen, aber sie guckt da hin. Irgendwie, aber natürlich nicht die aufgeschlitzte Kehle. Heieiei. Wieder Sachen, schlimme Sachen.